Hallo aus Berlin-Köpenick, willkommen zu diesem Video. Ich bin heute wieder auf Tour, on Tour oder wie auch immer. Zusammen mit Molly vom Team Lost Adventure Hunting werden wir uns heute mal hier ein bisschen umschauen. Und zwar gibt es ja hier ein Werk, das heißt VEB Fotochemie, und das wollen wir uns heute mal angucken. Und nebendran ist auch noch ein interessantes Objekt. Also wir werden hier mal ein bisschen umtigern. Ja, genau. Und wenn ihr euch fragen solltet, wo heute Greta ist, meine geliebte Greta hat sich auf einer Lost Place Tour den dicken Zeh und den kleinen Zeh daneben komplett gebrochen und ist jetzt erstmal für ein paar Wochen raus. Airbags-Unfall, oder? Ein Airbags-Unfall, ein typischer. Passiert, lebt sie auch mit. Sie findet das jetzt natürlich nicht so schön, dass sie nicht mitkommen kann, aber da muss sie jetzt mit leben. Wir werden aber berichten. Das Gute ist, wenn dieses Video raus ist, dann ist sie schon längst wieder genesen. Dann ist sie wahrscheinlich schon längst wieder. Und dann hat sie wieder gute Laune. Ja, genau. Genau. Ja, also dann viel Spaß bei diesem Video und wir sehen uns gleich wieder. So, wir haben jetzt hier einen Eingang gefunden in die VEB Fotochemie. Das war einfacher als gedacht. War gerade mal wieder eine Lücke im Zaun da. Die ist vielleicht auch nicht immer da, aber heute war sie da. Und jetzt schauen wir uns mal hier um. Viel mehr Interessantes seht ihr jetzt in den nächsten Minuten. Ja, du Scheiße, hier hat es mal richtig gebrannt. So, hier ist dann immer der Beweis, dass man am richtigen Objekt ist, wenn man nämlich so einen Inventaraufkleber gefunden hat. Also, wir sind hier richtig. Marvin hat recht gehabt. VEW, Fotochemische Werke Berlin, da sind wir jetzt. With three snaps trying to get B-Jack. I ain't feeling, ain't need, can't see that. Cut you off quick like a mic giving feedback. It won't happen, shouldn't mention me. Shouldn't say my name lest they wanna get it in with me. On the rhyme though, sometimes I rhyme slow. Nice and smooth, busy on grind mode. With no packs, no bricks, it's bagged up. And I ain't no hood, but you could get stabbed up. Around with my, get up off of my. I ain't got a taste for you, he's trying to ride this. I'm all up on that fly tip. Catch up to this fly, all this heat that I glide with. For real, catch up please, it ain't fair. I'm leading this race to where we don't care. But they tell us noch von dem Waschbecken da reinzurutschen. But they tell me my vintage, my classic. No, fraudulent, it's plastic. Das war jetzt nicht seine Absicht. Er wollte da einfach nur reinklettern und das Glas hier war hier aber nicht befestigt, wenn man das sieht. Und deswegen ist es rausgefallen. Also nochmal, war nicht deine Absicht. Nein, und ich habe vorhin gesagt, also ich wollte eigentlich beim Reinklettern, habe ich überlegt, ob ich mich hier so festhalte und dann hier reinklettere. Und dann habe ich gesagt, nein, ich muss einen Weg finden, mich hier festzuhalten. Denn wenn die Scheibe bricht, dann fliege ich mit der Scheibe nach hinten. Und genau sowas Ähnliches ist jetzt mit der Seitenscheibe passiert. Also meine Angst war nicht unberechtigt. Man muss wirklich mit allem aufpassen, was man macht beim Überwechseln. Man darf nicht einfach irgendwas, irgendwie, was ein schönes Foto ist, sondern man muss wirklich überlegen, was kann alles passieren, was kann schief gehen. Und hier war es jetzt richtig einkalkuliert von mir, dass so eine Scheibe rausfallen kann. Genau das ist passiert. Mir ist nichts passiert. Leider ist die Scheibe kaputt gegangen. Aber ich wollte sie jetzt auch nicht auffangen, bevor ich mir den Finger schneide. Also, wisst ihr Bescheid? Wisst ihr Bescheid? We will be here forever. Scheiße, ne? Ja, das tut mir jetzt leid. Ja, das hast du ja nicht extra gemacht. Nee. Vintage, my classic. Yo, it's fraudulent, it's plastic.
And they telling me my shit's vintage, my shit's classic. Yo, they're fraudulent, it's plastic. Oh ne, dadurch, dass das nicht so perfekt geworden ist, ist es perfekt geworden. Hast du drauf? Das ist der Spruch des Tages, Leute. Es handelt sich hier um ein Werk, in dem Filmmaterial hergestellt wurde. Schwarz-Weiß-Filme, Röntgenfilme, Chemikalien und das Ganze seit den 20er Jahren, so ungefähr 1923, wurde dann verkauft an Kodak und später im Rahmen des Zweiten Weltkriegs auch beschlagnahmt. Das Unternehmen ging dann später auch wieder zurück an die Firma Kodak, die dann hier weiter produziert hat. Unter anderem in diesem Gebäude, das wir uns als nächstes ansehen werden. Und was man jetzt noch wissen sollte, ist, warum dieses Gelände jetzt eigentlich leer steht. Der Grund dafür ist das Aufkommen der digitalen Fotografie. Die hat nämlich diesem Unternehmen hier den Garaus gemacht. Man hat dann hier so Ende der 90er oder um 2000 herum den Betrieb weitestgehend eingestellt, weil diese ganzen Fotopapiere nicht mehr und auch die Filme nicht mehr gebraucht wurden. Man hat dann noch weiterhin Röntgenfilme hergestellt, das aber auch nur noch ungefähr bis 2010 in einem Teil des Geländes und dann war auch das Geschichte. Und nun entstehen hier Wohnungen. Man sieht das da hinten. Da sind also picobello renovierte, sanierte Gebäude, in denen man jetzt wohnen kann und einige Sachen stehen hier unter Denkmalschutz, wenn nicht gar alle. Also bei dem Gebäude wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Vielleicht auch nicht. Man kann vermuten, dass der Umbau zur Wohnung hier noch weitergehen wird, denn das ist ja auch eine attraktive Wohngegend. Mal gucken, wie man jetzt hier am besten reinkommt. Hält das? Ich bin hier so ein bisschen skeptisch. Ich wollte nämlich einfach...
Foto. Ich filme mich hier gerade schon. Allende Club. Ob das jetzt hier so spannend ist, ist auch eine andere Frage. So, ich spring mal jetzt nicht hier rein in die Scherben, sondern gehe lieber mal langsam runter. Hier ist so eine richtige. Ja, eben muss ich reinkommen. Soll ich dir das abnehmen? Ja, vielleicht. Hier muss ich reinkommen, weil ein paar Fotos kann man hier schon. Ja, genau. Deswegen bin ich hier auch reingegangen. Weil ich mir dachte, das will ich jetzt nicht nur von draußen gesehen haben. Wo man hintritt. Ja. Danke. Achso. So, hier haben wir wieder so. Ich habe mich gerade unwahrscheinlich stört. Das Stativ. Ich lasse es mal hier stehen. Ja. Weil da bin ich freihandig. Ja, ja, ja. Das ist ein Fall von Decke, wo man oben nicht drüber laufen sollte. Es wird wahrscheinlich sehr bald einstürzen. Hier ist er schon einiges runtergekommen. Deswegen gucke ich mir Gebäude immer von unten an und dann sehe ich mir die Decken an und entscheide, ob ich in die Etage höher gehen kann. Das hier war mal der Mellow Park. Der ist jetzt aber umgezogen, also so ein Jugendzentrum mit Urban Art, Graffiti, Skateboarding und solchen Sachen. Also ob es jetzt hier auch einen Skateboardplatz gab, weiß ich nicht. Könnte aber sein. Was haben wir hier? Betriebspoliklinik, HWK-Versorgungsbereich. Das haben sie auch als Gag aufgehangen, oder? Ist die Frage. Oder sind wir etwa jetzt aus der Fotochemie raus und wieder in ein neues verlassenes Objekt geraten? So ist das manchmal, dass so viele verlassene Objekte nebeneinander sind, dass man von einem ins nächste kommt, ohne zu merken. Also das ist hier auf jeden Fall sehr farbenfroh. Sehr, sehr farbenfroh. Ja, ja, nee. Da laufe ich natürlich nicht drauf. Nein, da trete ich natürlich nicht drauf. Also nicht ernsthaft, weil das bricht dann durch und dann steht man mit dem Knöchel zwischen den Scherben und schneidet sich alles auf. Nein, das mache ich natürlich nicht. Das würde ich auch mit Schuhen niemandem empfehlen, ja, übrigens. Ich würde jetzt einmal ohne da oben lang zu laufen, wir aber einmal gerne die Treppe mitgehen. Ja, die Treppe habe ich mir von unten angeguckt, obwohl sie Holz ist. Warte mal, der eine Bereich, den habe ich mir noch nicht angeguckt. Denn hier ist es ja auch nass. Sieht aber sieht hier gut aus. Die Treppe müsste safe sein. Wie gesagt, müsste. Müsste. Garantie hat man ja nie. Kann ja auch eine lose Scheibe aus dem Rahmen fliegen. Ich meine, ein bisschen was suppt schon durch die Treppe hier. Von unten ist die Farbe abgeblättert. Aber da muss man noch so ein Gespür für haben. Nee, also das ist hier auf jeden Fall sehr. Pass auf, da ist eine ganz dicke Spinne, die ist da vorne. Ja, das macht ja nichts. Nee, also hier würde ich jetzt lieber nicht weitergehen. Das ist einsturzgefährdet, der Boden. Und es ist jetzt auch nicht so von den Motiven her nichts, was man jetzt unbedingt fotografiert haben muss. Ja, das ist einfach nur alles alte Räume, ne? Alte Räume, ein bisschen beschmiert. Und alles ziemlich, hast du mal die Decke gezeigt? Da kann man sich, glaube ich, einen Eindruck von machen, wie es hier aussieht. Tja, und weil das alles so kaputt gegangen ist, ist der Mellow Park dann umgezogen. Wäre eine mögliche Erklärung. Vielleicht finden wir dazu auch noch was raus. Ja, guck mal hier. Titus. Titus? Titus kennen wir doch, oder? Hast du dir schon ein Longboard geholt, Molly? Nee. Was ist denn da drin? Was ist denn das? Ich kann das jetzt gerade nicht mehr so richtig erkennen, was das mal war. Skatepark, DMX, Basketballturnier und so weiter. Ja, der Rest von dem Plakat fehlt jetzt, aber man sieht hier Mellow Park Skateboard Jam 2003. Guck mal hier. Ich hab's verpasst. Mellow Park 2003. Culture Candela waren hier. Das sieht geil aus. Culture Candela. Ich feier Culture Candela. Die machen so geile Musik. Guck mal. Und wie du da so stehst. Ja. Und weißt du was? 2003
das war die Zeit, da kannten viele Leute Culture Candela noch nicht. Ja? Nee, 2003 nicht. Quatsch, da kannte das kaum einer. Ja, die gibt's schon länger. Und dann gibt's sie schon. Ja, mit so geilen Tracks wie Next Generation. Seit wann kenne ich die? 2006 mindestens? Ob ich sie 2003 schon kannte, weiß ich nicht. Next Generation ist, glaube ich, von 2006. Die Jahreszahl kommt ja in dem Track vor. Nee, 2005, ne? Es ist 2005 und wir sind Generation X. Oder so. Leute, ich kann ja wahrscheinlich keine Musik von Culture Candela drunter legen, sonst wird das Video wieder gesperrt, ne? Aber ich würde so gerne jetzt Musik von Culture Candela drunter legen. So, ich mache jetzt hier mal gerade ein bisschen Musik an. Ja. Wir machen Party. Union Verdadera, it's Culture Candela. Ja, Culture Candela. So lange gibt's hätte ich jetzt auch nicht ausgewechselt. Ja, die gibt's schon länger. Ja. Leute, falls ihr Culture Candela erst seit Hammer kennt, denn seit dem Song kennen ihn die meisten. Sie kennen die meisten. Dann solltet ihr euch die älteren Sachen auch mal angucken. Sowas wie Union Verdadera oder Next Generation zum Beispiel. Das sind einfach nur geile Tracks. Also Culture Candela, absolut Hammer. Ich feiere die. Hier, All 1 e.V., Fritz und Bezirksamt Köpenick, Treptow Köpenick, präsentieren. Guck mal, da gab es die Do-Nots, haben hier schon gespielt. Die Do-Nots, Seed. Ja Leute, ich werd bekloppt, wir kommen einfach viel zu spät. Die Do-Nots und Seed sind hier aufgetreten auf dem Gelände. Und hier gab es BMX, Streetball, Skateboarding und Fingerboarding. Ja. 10 Mark hat man. Nee, was? Freitag 15 Mark. Guck mal, 3 Tage 30 Mark. It's Culture Candela. Union Verdadera. It's Culture Candela. Dass der Geschmack auch schon so ein bisschen gleich ist, ne? Weil du die gleiche Musik hörst? Ja, ne, was für Zufälle auch. Du sagst irgendwas von Culture Candela, ich hab da auch noch. Ja, weil das auf dem Plakat steht. Das ist kein Zufall, das steht hier einfach mal auf dem Plakat. Nur ich kenne die halt schon ein bisschen länger. Da kannte man die nur hier in Berlin. Aber bei euch im Ruhrpott wahrscheinlich noch nicht. Ja, das seit wann bist du hier in Berlin? Ja. Seit wann? Wir haben jetzt seit 2011, ne? Ja, siehst du? Da kenne ich Culture Candela aber schon lange. Culture Candela, Union Verdadera. Müsste man jetzt mal gucken, von wann das Lied ist. Fragen wir Google, sagen wir euch gleich. Das war jetzt der Mellow Park. Auf jeden Fall ein farbenfreudiges Objekt. Farbenfroh. Also ein Jugendzentrum war das hier. Es hat eine Nachnutzung als Jugendzentrum erfahren. Das Jugendzentrum ist aber umgezogen. Das haben wir jetzt, ist uns jetzt völlig entgangen. Hier steht ja Mellow Park dran. Ja, das gehört also alles zu dem Jugendzentrum. Deppnitz, ja, kennst du die? Ja klar, das sind Skateschuhe. Passend zum Mellow Park. Da steht sogar Mellow Park. Nee, Wildau Trails. Ja, das kommt vielleicht auch alles noch hier aus dem Mellow Park. Und das Gebäude dahinter, das schauen wir uns jetzt an.